Darauf wollte ich Gleichfalls. genau drücken. Seid mega schnell damit unterwegs. Hat halt auch nicht so viel Cooldown und bist halt auch währenddessen unverwundbar. Vier. Rache macht halt, dass du diesen Asrek hast. Ich finde, wenn ich hier 4 Rache drück, echt geil. Er hat was. Weil der sieht dann einfach nur so abartig genial aus, ne? Habe ich aber wenigstens meine Tierchen wieder. Florian? Ja, wie fange ich den Pokémon? Selbst hohen Gras. Wie bitte? Ein Pokéball benutzt. Okay. Denkt Frage man denn ist, sonst kämpfe ich? Hohen Gras, wenn ich ein Pokémon angreife. Ah, ich muss aber erstmal zu dem Professor, ne? Ja. Ja. Okay. Okay, und dann weiterlaufen. Wieder so spielen, wie ich es gewohnt bin. Frank. Ja. Bitte mach das aus, dass ich mich selber höre. Ich hab bei mir Doppelton gar nicht an. Florian. Immer noch bei dir? Ja. Hey. Maximaler Hass, Vitalität. Über maximaler Hass. Kann man hier rennen? Nein. Okay. Und Revolution Online. Kann man schon rennen, aber später halt erst. Okay. Ist das so ein Pokémon Online Adaption oder wie? Das ist das neueste Pokémon. Ich bin jetzt gemacht. Zu Hause, was soll ich da machen? Deiner Mutter quatschen, dann gehst du raus. Versuchst ein Soul Gras zu latschen, wenn das nicht geht, gehst du zum Professor. Er gibt dir dann ein Pokémon. Ich glaube, du musst erst einmal kurz mit deiner Mutter quatschen. War jetzt bei meiner Mutter. Aus? Da hast du kein Pokémon gespielt, Flo. Ja doch, aber doch nicht so. Reicht, wo ich erst immer raus und rein muss. Geht mal Pokémon, okay. Das ist doch eigentlich fast in jedem Pokémon-Teil immer derselbe Anfang. Ich kenne jedenfalls keinen anderen Anfang bei Pokémon. Im. Auch Free Pokémon. Ja, ich nehme mir eins. Ich würde gerne mal das Pokémon online spielen, aber irgendwie, keine Ahnung. Das funktioniert nicht wirklich bei mir. Lade Pokémon Revolution online runter. Ist nicht besser, ist zwar Englisch, aber aufgeschissen. Ich hätte gerne mal eins mit einer Deutschportierung vom Ding, ey. Randomly auch mal nice. Denkst du denn darum? Einfach nur so, chillen. Ein bisschen mit den Monstern kuscheln. So, jetzt habe ich einen Glumanda. Gehst du in die erste Stadt? Aber hier steht, ich soll erstmal noch zum Motor. Ja. Also wieder Schaden machen, ey. Ist das schön. Remember that I love you. Guck mal, jetzt bin ich sogar dem Max eine Hilfe. Remember to pick up each and I have left nearby your desk. Okay. Flo, sag mal, muss ich zur Ausbildung oder so? Nein. Heute nicht. Warum nicht? Frei. Ich hab mir auch schon gefragt, warum hast du Mittwoch denn frei hat. Keine Ahnung, Alter, aber auf jeden Fall frei. Warum? Ja, weil mir eine Ausbilderin gestern gesagt hat, ich habe heute frei. Und morgen auch. Und übermorgen auch. Das sind auch wahrscheinlich Brückentage. Ja, wenn man in einer Ausbildung ist, hat man eine Ausbildung. Ausbilderin, Frank. Ja, aber dann, ich frage mich gerade, wo du. Ach ja, du machst ja Küche. Aha. Weil normalerweise bin ich immer nur Chef gewöhnt, selbst sämtliche Kollegen von mir, die in der Küche gearbeitet haben, die ich jedenfalls kenne, sind 3. Selbst die haben nur Ausbilder. Ist mal was anderes.
Boah, warum lässt sie mich denn nicht hier nach draußen, Alter? Weil du oben in dein Zimmer sollst und die restlichen Items holen sollst. Ja. Das ist behindert. Und wo soll ich die hernehmen? Aus dem Kaffee. Ach, die zwei Dinger, Alter. Zwei Pokebälle, die hebst du auf. Das ist einmal Potion und einmal Pokebälle. Ich muss mich erholen. Kann sich auch doof anstellen, Alter. Schaden. Ich dachte, man geht an den Computer. Ja, eigentlich immer. War okay, wenn da zwei Pokebälle sind, warum hast du die nicht aufgehoben? Man lässt keine Pokebälle liegen. Nicht bei Pokémon. Hey, genial, ey. Ich mache ein Video für Diablo 3 und wir reden über Pokémon. Das ist nice. Hast du gefragt? Ja, ich habe Max vorher gefragt. Mich gefragt? Nein. Ja, du kamst ja einfach reingestammt. Warum? Oh. Das Ibe. Das kann ich leider nicht durch gestärkt. Wieso hab ich denn überhaupt hier so ein Ich muss mir die Tasten mal umbelegen. Auf WASD und so. Das geht mir auf den Sack mit 1, 2, 3. Lass doch meine Monster machen. Muss ich jetzt ernsthaft mit Eve quatschen oder was? Okay. Ich kann das Spiel ja nicht. Oh, ah, okay. Ein Paket. Oh, da war was Grünes bei. Noch was Grünes. Ja, das sind Pläne halt, die du beim Schmied einlöst. Achso, nice. Ist jetzt gleich mal eben zurück in die Stadt. Mein Training zahlt sich aus. Halt, guck mich, ich hab mal, ich hab halt auch nicht. Geh mal eben zurück. Ja, warte, hier, bevor du zurückgehst, ich geb dir noch einen Lecce-Trank. Ja, nice. Danke. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, wer hier die Haupt- oder dein Charakter spricht? Oh, nö. Das war eigentlich auch relativ wumpe, weil ich den Hugh Sound Jackman ausgemacht. Also die deutsche Stimme von dem. Ich hab halt den Sound ausgemacht, weil mir der übelst gegen Strich ging, Alter. Oh, so abnormal. Ja, ich meine, Wolverine die ganze Zeit reden hören, ist nicht unbedingt angenehm, ne? Besonders wenn Wolverine sich 10.000 Mal wiederholt in der Sekunde. Hit. Anfangs ist es noch okay, aber irgendwann ist es dann... Hm? Ja, irgendwann ist klar. Das ist nicht mehr so lustig. Oh. Ich habe einen Legendary Bogen. Wie gesagt, Chat aufmachen, Shift linksklick, dann kann ich sagen, ob der gut ist. Shift linksklick. Oh, kann man tragen. Das war mein Alter hier. Der hier. Da wird natürlich vorher was in der. Ne, war der hier. Ach, Shift. Ah, kann er Chat aufmachen? Ah, klar. Weil genau dann, als ich gedrückt hatte, hat sich der Chat geschlossen. Mein Gepäck ist voll. Ja, Ding, aber der Bogen ist halt perfekt für dein Auto-Hit, ja, weil ist cool. Wir pullen dann halt alles zusammen und dann funktioniert das natürlich besser mit deinem Auto, mit deinem Multi-Shot, also Mehrfachschuss. Ich hab das über 4 Millionen auf meinem Konto. Ich kann jetzt hier links machen, wie ich lustig und launig bin. So, Stufe 12 hört, darf ich nicht skillen. Oh, ich habe einen Ring, den ich einsetzen kann. Gut. Das ist ein bisschen nötig und schlechter. Gut.
Erstmal wieder rein, damit ich den Boss rufen kann. Jo, ich bin auf dem Weg. So. Kann ich aber irgendwie auch zu dir hin teleportieren. Warum will ich denn laufen? Ich fange. Und Portalwächter ist gestorben. Wenn ich das richtig sehe. Jetzt hier. Der Portalwächter ist hier und Portalwächter ist gestorben. Wo bist denn du, Portalwächter? Ja, da unten liegt der Loot. Ich kann nicht mehr tragen. Diese Kreatur muss sterben. Das werde ich nicht tun. Dann jetzt wieder raus hier, ne? Ich hole eben noch den Trank. Kehre in die Stadt zurück. Maximal Hass höher setzen. Max, musst du dir mal vorstellen, ich bin an überlegen, mir Call of Duty Black Ops 3 zu kaufen. Jo. Also, weil ich dann mit Basti gern zusammen zocken könnte. Weil ich hab jetzt BO2 die letzten 2-3 Tage gespielt. Mal eben identifizieren gehen. Kann ich alles verkaufen? Lade ich mal klein ein, damit ich das... Kann ich alles verkaufen gehen? Den hier auch. Ja, okay. Und das hier. Ein erschöpflicher Trank der Verjüngung. Hm, nett. Hier. Schaden. Geschicklichkeit. Rüstung. Ist nicht so gut. Gut. Was habe ich denn jetzt hier noch? Nee, klar. Nächste Quest? Warte. Also ich habe dich eingeladen gehabt im Clan. Ach so, was ist denn die Einladung? Ach, da unten. Rechts. Ich sehe schon. Suchen. Ja, dann treten. Ja, damit ich weiß, wenn du es wird einmal angezeigt, wenn man Legis droppt und deine Clan-Mitglieder Legis droppen und dann weiß ich gleich Bescheid, ob du das brauchen kannst oder nicht. Brauchst mir das nicht mal. Also ja, nice. Bin wieder weg. Jo, bis dann, Flo. Bis dann. User disconnected from your channel. Flo muss krank sein.
Ah, ich glaube, der schwänzt heute. Kein Plan, aber normalerweise immer, wenn er mit mir redet, versucht er mich erstmal eine ganze Zeit lang runterzumachen. Und denkt dann auch noch, er wäre damit erfolgreich. Den Job überlasse ich dir. Welchen? Den Gegner? Runterzumachen. Ach so. Weißt doch, mich kann man nicht runtermachen. Man denkt immer nur, man könnte es schaffen, aber das tut man nicht. Bei mich kratzt das nicht. Kann zwar sein, dass es gewisse Sachen gibt, wo ich mich 2 Minuten drüber aufrege, aber dann ist auch vorbei, weißt du? Oh. Das verstehen die meisten nicht. Sonst hatte ich die jetzt für einen Arsch, Alter. Unten geht's weiter. Einen Moment. Bin auf dem Weg. Blöde ist ja, dass mein Kollege, wegen dem ich hier Diablo 3 überhaupt erst hab, eigentlich nicht in TS geht. Weil erstens hat er kein Mikro und zweitens, ja, macht für den TS nie wirklich Sinn, der chattet lieber. Aber mit dem müsstest du mal Diablo spielen, ey. Ich glaube, bei ihm lag das schnellste an auf Level 70 und ich glaube Paragon Stufe, keine Ahnung was, aber auf jeden Fall knapp an die 100 oder drüber. Bei Maximum 2 Minuten. Gut, wir laufen gerade T8, ne? Ja. Paragon 100 wird dann noch keine T8 laufen. Nee, er hat ja auch Qual 10 und sowas, hat er schon bereits alles innerhalb von... Ja, aber mit Paragon 100 wird er das nicht schnell laufen können. Eben weiß nicht, wie er das macht, aber Hex hat er jedenfalls nicht. Ey, gibt's ja auch keine, aber... So ja, Bots, ja. Aber wie gesagt, vom Gear, rein geartechnisch wird er T10 nicht laufen sein mit geschweige denn T8 mit Paragon 100. Ich meine, kennst du den Kerl, der sich leveln lassen hat und in 33 Sekunden da... Ja, ja, mit dem habe ich schon gezockt. Achso, mit dem hast du auch schon gespielt. Also geht das dann auch bei mir, weißt du, wenn ich mit dem zock. Ja. Ich war innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde Maximum, war ich auf Paragon Stufe, also Endlevel und Paragon Stufe 200. Innerhalb von maximum einer halben Stunde. Ja, und ich denke mir so, okay, läuft. Und das nur, weil er mich vorher auf Level 70 bringen musste, bevor ich mit ihm zusammenspielen konnte. Ja, ich wüsste. Ja. Ich könnte dich jetzt auch instant hochpushen, so vom Paragon-Level, aber das würde halt nichts bringen, weil du hast dann immer noch kein Gear. Naja. Er und ich, wir haben, glaube ich, keine, also als wir die ersten Rüstungsteile hatten, haben wir keine Stunde gebraucht, hatten wir alle Teile zusammen für das Set, was ich jetzt habe, ne? Oder was ich immer benutze. Da haben wir keine Stunde für gebraucht, ne? Ja, wahrscheinlich auch die miteinander gespielt, ne?
Was er spielt, weiß ich nicht. Der spielt immer unterschiedlich, aber der, egal was er spielt, das ist einfach abartig geil. Okay, ich gehe mal in die Drops. Also, bist du schon beim Endboss? Oh, hier sind die Drops schon vom Endboss. Kleinen Moment. Angriffsgeschwindigkeit, Abklingzeit. Ich muss eben zurück in die Stadt. Und schon wieder voll, sagen wir mal so. Ich kehre in die Stadt zurück. Das ist so schlimm, ne? Ach, stimmt. Ja, ja. Nee, ich meine nur, wenn du noch nicht die große Tasche hast, weißt du, kannst du ja auch scannen, deine Tasche. Nee. Nee? Nee. Nach einer Zeit hatte ich aber auf jeden Fall mehr Dings. Konnte ich... Nach Zeit hast du wahrscheinlich nicht alles aufgehoben. Doch, ich sammle immer alles. Ja, aber hier kannst du deine Tasche nicht erweitern. Definitiv nicht. Kannst deine Truhe, deine Lagertruhe kannst du erweitern, ja. Aber der Invi bleibt immer so. Vielleicht wechselst du das gerade mit Torchlight oder so. Kann auch sein. Bisher spiele ich Torchlight auch irgendwie lieber. Ist ein bisschen weniger kompliziert von den Level-Systemen. Es geht. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass... Es ist übersichtlicher. Ja, es ist definitiv übersichtlicher. Und leichter aber zu verstehen. Was? Gut schon gerade sagen. Da kommen wir raus. Ich meine, mein Kollege ist auch so einer, der wirklich, wenn er Langeweile hat, hingeht und... was haben wir denn hier? Ein Eisbogen habe ich hier, aber der da sinkt bei mir alles. Der ist zwar von dem Dings, ne, der ist ein Bild. Ne, wie gesagt, du bleibst auf orangenen Sachen. Mhm. Also du gehst jetzt nicht nochmal auf gelbe zurück oder so, das ist ja schwachsinnig. Auch wenn der besser wäre, auch wäre auch schwachsinnig. Jetzt rollen, ich hab was zu identifizieren. Habe ich wieder was Legendary. Jo, der gibt mir aber was. Hier, warte mal. Gib dir mal das Ding. Ja, ich seh's ja schon. Achso, hier der uralt Legendary. Ja, Hagelsturm, ja. Den kann man schon mal anziehen. Jetzt nicht für das Set, aber Set gibt's glaube ich einen Gürtel, da kriegst du für jeden Begleiter, der draußen ist, 8% weniger Schaden.